Heute wieder begrüße ich euch mit einem freundlichen Hallo zu einer weiteren Ausgabe von Kurz und Knapp gelesen aus dem Grundgesetz. Artikel 69. Stellvertreter des Bundeskanzlers, Amtsdauer. Absatz 1. Der Bundeskanzler ernennt einen Bundesminister zu seinem Stellvertreter. Absatz 2. Das Amt des Bundeskanzlers oder eines Bundesministers endigt in jedem Fall mit dem Zusammentritt eines neuen Bundestages. Das Amt eines Bundesministers auch mit jeder anderen Erledigung des Amtes des Bundeskanzlers. Absatz 3. Auf Ersuchen des Bundespräsidenten ist der Bundeskanzler auf Ersuchen des Bundeskanzlers und des Bundespräsidenten ein Bundesminister verpflichtet, die Geschäfte bis zur Ernennung eines Nachfolgers weiterzuführen. Das war der Artikel 69 unseres Grundgesetzes und auch heute wieder darf ich mich bei euch fürs Zuhören und Zusehen bedanken und freue mich auf die nächsten Artikel mit euch. Natürlich gibt es jene, die nicht wollen, dass wir reden. Ein Volk sollte keine Angst vor seiner Regierung haben. Eine Regierung sollte Angst vor ihrem Volk haben.